culture. No, only his daughter's going to be involved. You're welcome. Is it your first time here? Have you been here before? Oh no, I'm stationed right in this area. About it, the story. And good two times before, yes. Yeah. Yes. What? Just maybe just in there will be fine. Thank you. My friend in Australia. Hello, Guten Tag. Thank you. Guten Tag. I'm here you always in the world. Really? In North Sweden, North Norway, oh, Finland. Oh yes, yeah. I've been there. Yeah. Oh, I great. Hear only. So German I cannot hear this. Oh. He was in the heavy Schicht. Only very. Oh, shame. Thank you so much. Well, very nice to meet you. Yes. Norway. Yes. Is a Norskap. Yes. And we have only, I have only English. Then the German is not coming. Oh. And I hear, madam, I hear you. I love it. I have done concerts in Norway. Concerts, you know, live concerts. Concerts. I sang in Norway. In Oslo? Yes, Oslo, yes. And more? Yes. Yes. Hello. Yes. Hello. It was lovely. You are, I'm sorry, 39, and I have only 9. Oh. This is a good time. You were young, you were young. Very young. Dann habe ich immer einen außenfliegenden Bomber angegriffen. Han tog alltid ett bombplan som inte flög ihop med de andra utan som flög utanför formationen. Denn die Feuerkraft in dem Verband war viel zu stark, da wäre man sofort abgeschossen worden. Eldkraften som var i de flygande fästningarna som var när de flög ihop, den var mördande så att flyga rakt in i dem, det gjorde han inte, utan han tog dem som flög utanför. Ja. Und die außen flogen, 100 oder 200 Meter vom Band weg. Ich bin aus 1000 oder 2000 Meter in diesem Zwischenraum heruntergeschossen und habe die einzelfliegenden Flugzeuge zwischen dem Rumpf und dem ersten und dem zweiten Motor. Habe ich diesen Motor, den ersten Motor vom Rumpf weggeschossen. Und der fiel sofort aus bei dieser geballten Ladung. Er gjorde so, at han flög, anföll från en höjd på 1000-2000 Meter högre än vad de var. Och sen så sköt han då, ja, så sköt han då på det planet som låg längst ut, som var väck ifrån allt. Och så sköt han på den inre motorn, gjorde han. Någon av de inre motorerna, därför att om du sköt på den inre motorn så klippte du alla bränsletillgångar till de som var på den yttre och då gick planet ner. Ich bin, wenn ich aus 1000 Meter runtergestürzt bin und auf den inneren Motor geschossen habe, nur eine kurze Feuergabe gegeben, weil diese geballte Ladung, wenn die den Motor getroffen hat, ist praktisch sofort der Brand entstanden und die... Ein kurzer Eldstöt von hans 4 Kanonen auf den inneren Motor gjorde att i princip hela planet brann. Spätestens bei 500 Meter Abstand, zwischen 500 und 300 Meter Abstand, habe ich abgebrochen und bin sofort wieder hoch. Mellan 500 und 300 Meter från bombmaskinen så avbröt han anfallet och svängde undan. Då hade han redan skjutit sin korta eldstöt rakt in mot den inre motorn. Und das habe ich bei einem Verband, wo es ein Amerikaner gesehen hat, 4-mal gemacht. Och han gjorde ett anfall som är världsberömt där han anföll ett amerikanskt bombförband och sköt på 4 stycken flygplan i samma anfall. Det var väldigt, väldigt väck. Och det fanns alltså amerikaner som kunde alltså
talar om att exakt så gick det till, va? De var vittnen till det hela. Und hat gesehen, dass da Bomber abgeschossen werden. Och det var, han var långt borta, men eller de var borta där, men de såg ändå att de här bombplanen, de gick ner mot backen efter han hade anfallit dem. Dann ist er gekommen. Sen kom han emot mit seinem Rottenflieger mot honom. Und ich bin abgeflogen, weil ich auf dem Flugplatz unter mir landen wollte. Ja, och sen så svängde han undan därför att han ville landa på flygplatsen som låg under honom egentligen. Meine Munition war alle geworden. Han hade ingen ammunition kvar. Fliege auf eine Cumuluswolke zu. Han flyger mot ett cumulusmoln. In etwa 1500 Meter. På ungefär 1500 meters höjd. Und dann sah ich, wie eine Feuergabel über die Tragfläche, weil ich nach unten abgedrückt habe, über die Tragfläche wegging, links. Så såg han då på vänstersidan. Så var det en eldsflamma som gick över vingen på vänster sida vid motorn. Und ein Schuss ist hier vorne in das linke Triebwerk gegangen. Ett skott ifrån amerikanerna hade träffat på motorn hat på vänster sida. Zuerst auf dem Rumpf das Aluminium aufgerollt wie eine Sardinenbüchse. Han har alltså dragit upp aluminiumen ovanför motorn som en sardinburk. Und ein Schuss ist in das Triebwerk gegangen. Hier ist vorne ein Ringbehälter mit Leichtbenzin gewesen. Och där framme på motorn så finns det en behållare som är cylinder eller ringformad som då består av finbensin. Um das Triebwerk anzulassen. Som används när man startar själva motorn. Und das ist explodiert, weil das Leichtbenzin in den Feuerstrahl hinten in das Triebwerk reinkam und dann sind die ganze Klamotten, sagte man bei uns. Dann blev punkterad och när den bensinen då rann ut och träffade de varma avgaserna så small alltihop på vänstersidan. Ist hinten rausgeflogen, aber ich war in der Zwischen schon in der Wolke drin. Allt flög iväg där, men då var han på väg in i ett moln. Habe in der Wolke 45 Grad nach oben, nach links geschwenkt. Das war 45 Grad in die Molne. Weil ich dachte, wenn der jetzt draußen vor der Wolke wartet, dann ist er weiter unterhalb, dann sehe ich das, wenn ich rauskomme. Ja, han tänkte att om man nu svänger ut på en oväntad sida så kan han se om de är utanför molnet, så att han får ett överläge. Ich habe es nicht gepackt, aus der Kabine rauszukommen, weil ich noch zu viel Geschwindigkeit drauf hatte. Ich wollte da kliva ur kabinen, also da han sitter då, va? Och huvuden var redan weg. Men han kunde inte komma ut beroende på att vinddraget var för kraftigt, för han hade för hög hastighet. Dann habe ich nochmal nachgedrückt und hochgezogen auf 18. Wenn ich vorher 1500 Meter war, dann auf 1800 Meter. Wieder gerade gelegt und dann hatte ich etwa 200-220 km. 1500 meter, men han drog upp maskinen upp mot 1800 meter och på det, i och med att den gick uppåt så sakta han ner den så att den kom ner i ungefär 200 km i timmar. Und da die Kabine weg war, habe ich dann den Steuerknüppel nach der Seite gelegt, weil mir das einer mal erklärt hat, der schon öfters ausgestiegen war aus der Me 109. Den Knüppel in die Seite gedrückt und mit dem rechten Fuß auf den Knüppel draufgetreten. Mhm. Han gjorde han så att han drog styrspaken åt höger och satte foten på. Därför att det hade han hört ifrån en kille som hade hoppat ett antal gånger från Messerschmitt 109 att så skulle man göra. Und am Kabinenrand waren ja oben zwei Griffe, habe mich mit Druck rausgezogen und dann bin ich ins Flachtrudeln gekommen. Linksrum. Och då ställde han sig upp på styrspaken och drog i de två handtagen som fanns framför dem och liksom hävde sig upp. Samtidigt så gick maskinen ner i en flatspinn. Linksrum. På vänster. Die Folge waren, ich griff mit der linken Hand nach meinem Arm, um den Fallschirm auf Griff rauszuziehen. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe mehrfach versucht, das Leder festzuhalten, das ging nicht. Und als es dann auf einmal ging, brach ich mir alle Fingernägel ab.
Han kunde inte komma åt greppet på fallskärmen. Den sitter ju på högersidan egentligen. Men högerarmen som han skulle använda användes på greppet. Så han försökte få slita högerarmen åt vänster med vänsterarmen. Vilket då inte fungerar för att han slet av alla naglarna. Ich musste ja mit der Hand den Griff, der am Bauch war, vom Fallschirm rausziehen, damit er sich entfalten konnte. Und da war ich etwa 500 Meter hoch. Han måste då, han har kommit ut ur planet, man var liksom tvungen att komma åt greppet med högerhanden. Der Fallschirm hat sich geöffnet. Och fallskärmen öppnar sig. Und ich bin dann langsam runtergekommen und sehe vor mir den Stacheldraht von der Viehweide, wo ich drauf zukam. Han såg då taggtrådsstaketet ner mot kohagen där han var på väg. Dann habe ich gestrampelt, ja, das sollen die sehen, habe ich gestrampelt und die Griffe nach oben am falschen Schnüre zu ziehen. Wenn man drar i snörena på en fallskärm, så kan man styra den lite grann. Så att han börjar dra i snören som fallskärmen, drar dem neråt för att ändra riktning på fallskärmen. Und damit ich über den Stacheldraht wegkam. Så att han hamnade över taggtrådsstängslet, vilket var säkert var en bra lösning. Und durch dass ich nicht mit den Fußspitzen aufkam, eftersom man inte hamnade på tårna, bin ich mit den Fersen aufgekommen und habe mir dadurch Bluterguss beiden Gelenken, Fußgelenken zugezogen. Och då landade han på hälarna och fick då blodsutgjutningar på båda fötterna. Mein Name ist Walter Schuck. Ich bin Jahrgang 20 und bin mit 16 durch das Anraten meines Vaters freiwillig zur Luftwaffe gegangen. Und da wurde ich angenommen, erst nachdem ich den Reichsarbeitsdienst gemacht habe, mit 16,5 Jahren eingerückt zum Arbeitsdienst und mit 17,5 kam ich dann zur Luftwaffe. Dies ist eine Messerschmitt B2, die wir auf der Yachtschule für Anfangsflieger hatten. Die zu fliegen war nicht allzu schwierig. Wir haben also dafür mit dieser Maschine hauptsächlich Starts und Landungen gemacht. Zum Schießen wurden später die Me 109 Emil eingesetzt und mit der Maschine, die lag noch besser in der Luft. Die Emil war auch schneller und als ich da ans Schießen kam zum Ende der Jachtfliegerschule, habe ich dreimal schießen müssen auf eine Scheibe, die 2 Meter lang und 1 Meter breit war. Als Halterung stand hinter der Scheibe eine Stange, wo die Scheibe drauf lag, damit eine Schräge erreicht wurde. Beim Anflug auf diese Scheibe hat man natürlich als Anfänger zuerst vor der Scheibe geschossen, dann die Scheibe durchgezogen und hatte bei dieser Methode nicht allzu viel Treffer gehabt. Die Scheibe hatte dann bei mir ein paar 60 Treffer und damit war ich gar nicht zufrieden. Am nächsten Tag musste ich wieder auf die Scheibe schießen. Die Scheibe stand wieder so schräge und ich habe dann an die paar 70 Abschüsse, Treffer gehabt. Mir selbst war das nicht genug, denn man sagte mir, man wollte mich ablösen, weil ich Mist gebaut hatte. Also beim dritten Anflug habe ich dann ziemlich steil angeflogen, 92 Treffer in die Scheibe und 2 Treffer, die oben in den Rahmen reingingen. Jetzt war ich aber so steil gewesen und musste abfangen und dabei habe ich natürlich nach dem Abfangen die Scheibe umgeworfen, sodass ich also ein mächtiges Fracksaußen hatte und dachte mir, jetzt ist die Yachtfliegerei aus. Aber es war nicht der Fall. Ich wurde sofort ein paar Tage danach versetzt
auf einem Schulungskommando in der Nähe von Halle und Merseburg. Dort lernten wir dann fliegen, und zwar als Abfangjäger, wenn feindliche Bomber herangekommen wären. Die Halle Merseburg wurde abgeschirmt durch sogenannte Fesselballons, die in 1000 Meter in der Wolken stand, sodass nur das Kabel zu sehen war, wenn man dicht vorbeiflog. Diese 6 Wochen Schulung da auf diesem Außenlandeplatz hat mir eigentlich sehr fliegerisch sehr viele Erfahrungen gebracht. Das hier ist eine Messerschmitt Emil, die Fliegerei mit der Emil, wo ich auch die Scheibenanflüge gemacht hatte, war natürlich mit einem stärkeren Motor versehen. Die Maschine selbst hatte eine Kanone im Propellernabe, in der Propellernarbe, und die beiden MGs lagen auf der Kanone, auf dem Motor, sodass sie durch den Propellerkreis schossen. Das Ganze wurde gesteuert durch die sogenannte Nockenwelle und hat also es keine Treffer auf den Propeller gegeben oder sonst etwas. Es war schon gut durchkonstruiert. Ich bin dann abversetzt worden nach Frankreich zum Jagdgeschwader 3 Ergänzungsstaffel. Der Kompaniechef war ein Hauptmann Dr. Ochs. Der hatte nur noch ein Auge und der hatte im letzten Weltkrieg hat er entweder 3 oder 4 Abschüsse gehabt und hat dann im Westen nochmal beim JG3 4. Wenn er 3 hatte, hat er noch 4 dazu gemacht. Er hatte insgesamt 7 Abschüsse und war schon ein paar 50 Jahre alt, Erster Weltkrieg mitgemacht, also hatte man schon Achtung und Respekt gehabt. Der war aber sehr gut, er war Staatsanwalt von Haus aus, sodass er in der Militärzeit, also nicht etwas wie viele Offiziere da den Gigel raushängen ließen, sondern war so ruhig und sachlich wie ein Opa zu seinen Kindern. Nicht? Also, naja. Von da aus bin ich, nachdem ich, ja, wie lange war ich dabei? Ein Vierteljahr. Und dann hat die Staffel verlegt, ist ein neuer Staffelkapitän gekommen, ein Oberleutnant Graf Schwonek. Und dann haben wir nach Krakau verlegt, waren ein Vierteljahr in Krakau. Dann haben wir ein Vierteljahr verlegt nach Holland, in Holland ein Vierteljahr. Und dann ein Vierteljahr nach Dänemark, Esbjerg. Und von da aus wiederum nach Norwegen rauf verlegt. Also hat man fliegen gelernt. Und wir kamen ja noch nicht an die Front. Aber das hatte wahnsinnigen Vorteil. Ich beherrschte die 109 einwandfrei. Weißt du kannst dann Kurven fliegen und alles. Das lernst du dann, wenn du in der Rotte oder im Schwarm fliegst, in der Staffel. Und dann kommst du an die Front und dann kannst du schon eine Maschine fliegen. Ah, jedenfalls, wir von Esbjerg aus verlegten wir nach Norwegen über Stavanger, Hertha, rauf nach Bordeaux. Und da sind wir jetzt heute. Und ich habe das kleine Dörfchen Bordeaux in Erinnerung gehabt. Und heute ist das ein ganz schönes Städtchen, wenn nicht gar schon Stadt. Und was ich da auf dem Flugplatz alles gesehen habe, ich muss sagen, also dieses Bordeaux hat sich gemacht. Anfangs Januar verlegten wir von Dänemark nach hier oben. Mitte Januar sowas waren wir hier auf etwa 4 Monaten. Unsere Aufgabe war, als Jagdflieger immer in der Rottenweise die Küste abzufliegen, ob feindliche Schiffe zu sehen wären oder sonst was, was aber gar nicht der Fall war. Die Engländer gingen nicht nach hier und wir Deutsche gingen nicht nach England. Also wir hatten eigentlich eine ruhige Zeit hier verbracht und da war
Stadt hier, die ja noch verhältnismäßig klein gegenüber heute ist. Bordeaux ist also in der Zeit ein kleines ruhiges Städtchen gewesen, war nicht viel los. Man konnte ja nichts einkaufen, es gab nichts mehr in der Zeit. Und so waren wir meistens auf dem Flugplatz angebunden. In Deutschland auch. In Deutschland ist eine Maschine geborgen worden, die ist in ein Sumpfloch reingegangen, ja. 7 Meter tief. Mhm. Als man die geborgen hat, hat der Flugzeugführer noch die Hand am Steuerknüppel gehabt, im Handschuh drin. Aber immer war so, dass man monterte los Steuerspaken und Handsken, nicht Benen i där, utan Benen hat auch begravt, men Steuerspaken und Handsken skickades till sonen. Unsere Flüge, Küstenflüge, gingen von hier, von Bordeaux aus, nach Narvik hoch. Und im Binnenland flogen wir rauf und an der Küste wieder nach unten. Und dann kam etwa der Februar und da blieb dann einer von uns, der musste notlanden auf dem Eis. Und die Maschine stand auf dem Eis, er lief dann an Land rüber. Und der Unteroffizier Glande, der diese Maschine flog, konnte sich also auf Land retten. Und von Land aus sahen alle zu, wie die Maschine durch den heißen Motor das Eis schmelzen ließ und wie die Maschine langsam versank. Diese Maschine ist später dann gehoben worden. Irgendwie, wer sie gekriegt hat, wissen wir Deutsche ja nicht. Ja, nach diesen 4 Monaten sind wir dann nach Petsamo gekommen, um oben in Petsamo und die Küste zu beschützen von den, insbesondere die Gleitzüge, die deutsche Wehrmacht versorgt haben. Wurde ich die Einheit nach Petsamo verlegt und dann begann meine Laufbahn. Die hat begonnen, indem nach Wochen wir mal einen Einsatz fliegen mussten. Der Gruppenkommandeur sollte die Gruppe führen, also den Schwarm. Und der muss sich abmelden, weil sein Öldruck wegblieb. Und da musste der sofort landen, sonst rechnet man ja mit dem Fressen der Zylinder oder der Kolben in den Zylinder. Wenn kein Öl fließt, dann fällt man auf die Schnauze. Also der meldete sich ab und der Leutnant Lüders, der dabei war als Adjutant, der führte uns dann. Und ja, wir waren so etwa 1000 Meter hoch und auf einmal sah ich unten russische Flugzeuge. Und dann habe ich das gemeldet, aber der hatte nichts gehört. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gewackelt und bin runtergestürzt und habe eine MiG abgeschossen. Aber dann auf einmal sah ich neben mir Leuchtspur und da habe ich gesagt, Richard, warum beschießt du mich denn? Da hat er gesagt, ich schieße nicht. Da hat einer auf dich geschossen, aber der schießt auch nicht mehr. Hat er den auch abgeschossen. Also so, dass wir beide nach Hause kamen, jeder einen Abschuss. Und das war natürlich schon eine Masche. Aber für mich nicht, denn dann habe ich Fracksausen gekriegt, wie man so sagt. Ich habe dann gemerkt, halt, das ist gar nicht so einfach. Du hast nicht hinter dich geschaut, nicht neben dich und so weiter. Und da wir noch Übungsflüge machten, habe ich immer abends angefangen. In der Kabine. Ich bin ganz tief runtergerutscht, dass ich nur noch über den Kabinenrand gesehen habe. Habe links angefangen zu schauen und dabei mit dem Fuß in das Seitenruder reingetreten, damit ich auch links das sehen konnte. Nach hinten, oben, alles das habe ich dann erfasst. Und nach vorne, das hatte mir mal einer erzählt gehabt, aber ich habe es nur noch im Unterbewusstsein bei mir gehabt.
Und jetzt auf einmal kommt das alles. Naja, ich merkte, dass also man aufpassen muss und habe mit dem Steinbach da noch 2-3 Abschüsse gemacht. Und dann habe ich andere Rottenflieger gekriegt. Ja, so dass ich dann also mich langsam hochquetschte und die Bomber, ich habe mit den Douglas Bossen auch nicht wie viele andere, obwohl ich das immer besprochen habe, auf einen Motor gezielt. Und die Douglas Bossen, die hatte Holzrahmen, Tragfläche und Stoffbespannung über die Tragfläche. Nur der Frontflügel, da war Aluminium, der Flügel eingefasst. Ja, und die Folge war natürlich, die brannten ganz leicht, wenn man da einen Motor traf, dann spritzte vom Motor aus das heiße Öl und das Benzin auf die Tragfläche und das flammte dann in Nu. Und wenn eine Tragfläche keine Stoffbespannung mehr hatte, dann fällt sie ins Wasser, nicht? Also dann ist die andere Seite noch da, da wird sofort immer mehr nach der anderen Seite gedrückt und der Flügel hängt oben in der Luft und da ist nichts mehr zu machen gewesen. So habe ich dann meine Erfahrungen gesammelt und dann habe ich häufiger einen zweiten Mann dazu, also einen zweiten Flieger dazu gekriegt, sodass ich eine Rotte hatte und später bekam ich einen Schwarm. Das waren dann 2 Rotten, also 4 Maschinen und da konnte man schon allerhand anstellen und das gelang mir dann so nach und nach meine Abschüsse oben am Eismeer. Ich hatte 196 Abschüsse, als ich vom Eismeer wegkam. Die Russen hatten Hurricanes, Era Cobras, King Cobras, Curtis P-40, alle von Engländer oder Amerikaner bekommen und die haben da oben am Eismeer unsere Gleitzüge mit beschossen, beziehungsweise es waren ja an der Front, an der Litza-Front, ca. 40.000 Gebirgsjäger eingesetzt. Und da mussten wir natürlich häufig Sperre fliegen oder Begleitschutz fliegen für Stukas und für Ju-88, die Angriffe auf Murmansk flogen, wenn ein neuer Gleitzug der Amerikaner eingelaufen ist. Ja, ansonsten waren die Luftkämpfe mit diesen englisch-amerikanischen Flugzeugen, was die Russen da oder der Gegner da geflogen hat, war also kein Problem. Wir waren mit der Me-109 ziemlich überlegen gewesen und hatten also im Verhältnis viel Glück beim Abschießen. Ein Staffelkapitän hat mal gesagt, wir haben einen Einsatz geflogen und waren etwas über 3.000, 4.000 Meter. Und ich sah einen Möwenschwarm weit weg. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Schwarm Russen ist oder Gegner ist. Ich habe dem Staffelkapitän gezeigt, der hieß H.H. Schmidt, Hans-Hermann Schmidt. Und nur H.H. gesagt. Dann habe ich denen gesagt, Achtung Indianer, das war der Deckname für Gegner, vor uns. Und der hat nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, ich übernehme. Habe sofort kehrt gemacht, in die Sonne reingeflogen und dann sind wir auf 6.000 Meter gestiegen. Und dann bin ich wieder zurück und war dann über diesen Russenpulk angekommen und haben von oben einen Angriff gemacht. Wir waren dann noch etwa 3000 Meter. Dass dann natürlich welche abgeschossen worden sind, ist klar. Aber ich wollte nur sagen, von dem Augenblick an sagte dieser Staffelkapitän, dieser Hauptmann, der hat Augen wie ein Adler. Und danach hieß ich Adler der Tundra.
Fritz war also weicher zu fliegen. Die machte, wenn man da Kurven flog, da riss die Strömung nicht an der Seite ab, wie bei der Gradlinigkeit der Emil. Hier, die war ja gerade, die Emil, und dann gab es leichter Kondens an den Rändern. Bei der Fritz war das nicht so der Fall. Das nur bei erhöhter Geschwindigkeit. Also erhöht sagt man dann wahrscheinlich bei 500 oder 600 km/h. Aber das war ja schon halbwegs Sturzflug, wo man dann die Geschwindigkeit drauf brachte. Im Grunde waren alle Maschinen so über die 400. Die Emil mit 420, die Fritz vielleicht 460. Wir am Eismeer bekamen nur die Flugzeuge, die von den anderen abgelegt wurden. Die wurden in Deutschland zum Beispiel in Erlerwerke oder sonst wo überholt, general überholt, und dann bekamen wir die ans Eismeer. Diese Maschine ist typisch, sie hat einen verlängerten Ansaugstutzen, dass sie in Afrika geflogen wurde. Die brauchten diese längeren Filter wegen den Sandstürmen, die da häufig auftraten. Wir am Eismeer hatten diese Nachteile nicht. Wir hatten dafür mehr Kälte einzutreiben im Herbst und Winter gegenüber den Afrikanern, die sich wohl in die Sonne legen konnten. Wir waren eigentlich ein abgeschlossener Verein, weil wir direkt an der Küste oben am Eismeer lagen. Der Flugplatz Petsamo war vielleicht 10 Kilometer von der Küste weg. Und Kirkenes war wohl 60, 70 Kilometer weit von Petsamo weg, sodass das Objekt Kirkenes bei uns insbesondere zu überwachen war. Die Einsätze, die von den Stukas ab und zu mal durchgeführt wurden, waren eigentlich für mich als Jagdflieger deprimierend. Eine Ju-87 auf der Höhe von Murmansk von einem Flakschuss getroffen wurde. Der Heckschütze fiel sofort nach vorn über, blieb da auf der Rückseite liegen. Der Kabine, die wurde abgeschmissen von dem Flugzeugführer, und dann sah ich, wie das Flugzeug, das auch der Flugzeugführer hatte wohl keine Treffer, aber die Maschine musste Treffer gehabt haben, denn sie ging langsam im Gleitflug nach unten. Und dabei stieg der Flugzeugführer aus, zog seinen Fallschirm und blieb mit dem Fallschirm am Leitwerk hinten hängen. Das also hat mir zum ersten Mal in der Fliegerei die Tränen in die Augen getrieben, dass ich also laut aufschrie und weinte, weil ich nebendran herflog, bis er auf den Boden aufschlug und ich dann sagte, die ganze Zeit konnte ich nichts helfen, und man möchte doch helfen und es ging nicht. Also ich flog dann wieder zurück und schoss noch zwei Maschinen ab vor lauter Wut. Und dann kehrten wir nach dem Flughafen Petsamo zurück und ich war noch völlig benommen. Ich war gar nicht ansprechbar. Die Flugzeugführer, die wussten gar nicht, worum es sich drehte, bis ich dann alles mal denen erklären konnte. In der späteren, in den Jahren 44 dann bekamen wir auch Gustavs nach oben. Die waren stärker im Motor und das Fliegen war fast dasselbe, nur dass man mehr Kraft brauchte, was bei mir Schwächling natürlich etwas hieß, denn musste ja immer, wenn ich in Luftkampf kam, dann habe ich nicht mehr den Steuerknüppel in der Hand gehabt, sondern habe ihn in das Armgelenk gelegt. Hier den Steuerknüppel rein, und dann konnte ich mit zwei Händen
den Knüppel anziehen und dadurch konnte ich natürlich auch eine Kurve umreißen und oder schärfer reißen und dadurch dem Gegner natürlich aus dem Visier rauskam. Natürlich hat man häufiger auch Fracksausen gehabt, das heißt auf gut Deutsch Angstzustände gehabt, denn wenn der Rottenflieger vielleicht bedrängt war, man musste abbrechen, man musste seine Kurvenkampf abbrechen, weil man den schützen musste, musste dem Gegner vielleicht hinten abschießen, der hinter dem Rottenführer saß, denn das war ja ein wertvolles Mitglied, sodass ich also auch äußersten Wert drauf lege, denn man verliert nicht gern einen Kameraden, mit dem man gut eingeflogen ist. Und das war mein Kurt Scharmacher. Ja, der stammte aus Ostpreußen. Er war ein sturer Bock, auf gut Deutsch gesagt, aber er war immer zur Stelle. Der hat immer und mir rechtzeitig gesagt, Achtung, Gefahr von hinten, unten, oben oder rechts oder links, sodass man Freude hatte, dass man mit solch einem zusammenflog. Er selbst hatte 18 Abschüsse, wollte auch gar nicht viel mehr. Er sagte, für ihn war es wichtig, mich zu beschützen und dadurch war er immer wieder freigekommen und hatte keine Angst zu haben brauchen, weil er wusste, der Walder schaut sehr viel nach hinten und nach der Seite, nach unten und oben. Der beobachtet den Luftraum so stark, dass er auch mich immer wieder im Visier hatte. Und auch wenn Anflüge waren auf ihn, dass ich ihn rechtzeitig warnen konnte und dass er auch entgegengreifen konnte, sodass er den Gegner hier. Am Eismeer oben zu fliegen war insofern etwas schwieriger. Der Gegner flog in etwa mit seinen Torpedoflugzeugen amerikanischer Herkunft in etwa 200 bis 300, 400 Meter. Und die hatten drei Arten von Torpedos. Die erste Art war das Geradeauslaufen eines Torpedos in Richtung des Schiffes, des Objektes. Die zweite Art war, einen Torpedo zu werfen, der in Schlangenlinien auf das Schiff zulief. Und die dritte Art war, im Kreisel abzuwerfen. Die Torpedos liefen in immer größer werdenden Kreisel, bis sie auf das Schiff rankamen. Aber das war natürlich nicht immer der Fall für den Gegner, weil wir sie abgedrängt haben oder vorzeitig schon angegriffen haben, sodass sie sehr, sehr viel im Bombennotwurf oder Torpedonotwurf waren und dadurch die Torpedos gar nicht an den Geleitzug herankamen. Natürlich, wenn so ein Torpedo auf ein Geleitzugschiff auftrat, dann gab es schon mal ein Schiff, das wohl zu brennen anfing und dann tat es einem leid, dass die Besatzung, da hat man nicht mehr gesehen, ob die noch abgesprungen sind oder rausgekommen sind. Man weiß das viel zu wenig, weil wir ja dann auch abdrehen mussten und andere Torpedoflugzeuge, die ankamen, angreifen mussten. Aber ich habe selten ein Schiff brennen sehen. Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr, zwei oder dreimal. Ein Schiff habe ich lichterloh brennen sehen. Das war also alles in den 3 Jahren, was ich da gesehen habe, was getroffen wurde. Und das war häufig in der Nähe von dem Hafen Kirkenes, wo die Schiffe einliefen und dann entladen wurden und die Materialien an der Front verteilt wurden. Ob jetzt sie alles nach dem Süden oder an die Litzerfront ging oder so, das weiß man nicht. Das haben wir gar nicht übersehen.
Hinter mir sieht man eine Curtiss P40. Sie zählte zu den Typen, die die Amerikaner an die Gegner geliefert hat, sprich Russland. Unter anderem Era Cobra, King Cobra, Curtiss P40 und diese Typen waren hauptsächlich bei dem Gegner zu verzeichnen am Eismeer. Ich glaube, die Besatzungen waren meistens nicht so gut durchtrainiert und geschult, wie man auf der Mee 109 und Focke Wulf wohl erzielt hatte. Darum waren die Abschüsse nicht allzu schwer. Zwar waren die Gegner massenmäßig überlegen, wenn wir mit etwa 10, 12 Maschinen in einer Staffel, maximum zwei Staffeln in die Luft kamen, hatte der Gegner meistens um die 40 Maschinen im Puls, sind die dann angekommen. Die Folge war, dass wir immer die Überlegenheit suchen mussten, indem wir durch Höhengewinn von oben herunter auf den Gegner einwirken konnten. Was mit dem russischen Sturmovik? Sturmovik. Also, das Gepanzerte ja. War kein Problem. Nee? Nee. Ich habe gelesen und gehört, ja, das war der ja. Schwarze Tod für euch. Ach, nicht, ach, nicht wahr. Wenn der, ja, nur als Beispiel, wenn ich einen gesehen habe, habe ich mich hinter ihn gesetzt und von unten in den Kühler geschossen, weg. Der Kühler musste dauernd herauskommen, weil die Maschine zu schwer war und der Motor zu schwach. Also du wusstest genau, ja, jede Fuß, die man ja, natürlich. Das war deine Spezialität, oder? Nein, das haben alle gewusst. Man hat immer darüber gesprochen. Aha. Nur die jungen Flugzeugführer von uns, ja. Die haben das nicht erfasst. Und darum waren sie manchmal leichtes Futter für den Gegner. Wenn man einen Luftkampf machte und die platzten ab, weil sie nicht zu scharf rumzogen, dann flogen die vielleicht ein Stück geradeaus und dann war der Gegner da. Also. War sehr leicht zu schießen, wenn man von hinten unten kam und gewartet hat, bis der Kühler kam. Und der kam alle Minuten, weil die Maschine zu schwach für Gewicht und dann musste er gekühlt werden, der Motor. Und dann brauchte man nur mit MG-Schuss reinzuschießen, dann lief das Wasser raus und dann ging die Kabine war dann voll mit Dampf, dann ging sie von selbst runter. Die Era Cobra, King Cobra, Curtiss P40, Hurricane, alle hatten Vergasermotoren. Und die konnten keine scharfe Kurve fliegen, dann riss der Benzinfaden ab und dann war keine Kraft da für Moment und dann konnte man leicht kehrt machen und abschießen. Das war also alles. War gar nicht so schlimm, wenn man es wusste und konnte. Ich habe nur eine spezielle Spitfire abgeschossen, die in russischen Händen war. Und diese Spitfire war eine sogenannte Aufklärungs-Spitfire und es war streng verboten, darauf zu fliegen, weil immer wieder Spritverbrauch war bei uns oben am Eismeer. Da musste sparsam damit umgegangen werden. Beim fünften Mal habe ich dann zugesagt, dass ich starten will. Unter folgende Bedingungen. Erstens, er darf nicht reden, gar nicht sagen, nur Nummer 1 sagen. Und nur auf die Nummer 1
wenn dieser Flug von dem Aufklärer durchgeflogen wird, dann würde ich starten. Und zwar war die Nummer 1, flog der die Kola entlang hoch, über See nach Kirkenes, machte da seinen Vollkreis und seinen Fotografierflug. Dann flog der nach Salmijärvi, machte da war auch ein Platz von uns, da lag eine andere Staffel und hat das auch gemacht. Und dann kam er nach Petsamo. Und das habe ich nun beobachtet, ja, alle Flüge, die er so gemacht hatte, diese Aufklärungs-Spitfire. Und der sagte mir am Feldtelefon, weißt du, das ist ein Ringtelefon gewesen, das stand auf der Tragfläche, aber ich war nicht direkt an der Tragfläche, sondern ich stand da rum, habe mich mit einigen unterhalten. Und dann kam das Gespräch und ich sagte, jawohl, Nummer 1, sprang auf die Maschine zu und schrie, Werner, komm mit. Das war ein Leutnant Geico, ich war Fahnenjunker Oberfeldwebel. Und dann kam der mit gelaufen, stieg in seine Maschine und dann sind wir gestartet. Und direkt auf 9.500 Meter in einem Flug. Aber der Leutnant Geico hatte nicht wie ich die Landeklappen 7 Grad rausgefahren, dadurch war die gewölbt, die Tragfläche, und die Maschine stieg auch in sich hoch. Jetzt hing der, als ich auf 8.000, 9.000 Meter kam, hing der da unten wie eine reife Pflaume. Er fiel immer wieder runter, weil er zu steil zog. Der hatte die 7 Grad nicht eingestellt gehabt. Und ich durfte es ihm auch nicht sagen, sonst hätten die Russen, die ja uns auch abhörten, hätten sofort gewusst, wir fliegen da auf den Aufklärer. Und ich war dann so auf etwa 9.500 Meter zwischen der Küste und dem Flugplatz in Petsamo. Und dann sah ich, ich habe immer beobachtet, in Kirkenes seinen Vorgang, in Salmijärvi auf dem anderen Flugplatz von Jagdfliegern. Und dann kam er nach Petsamo, flog seinen Kreis und flog seinen Fotografierflug. In der Zwischenzeit war ich aus 9.500 Meter im Sturzflug runtergekommen. Mir platzten Nieten aus der Tragfläche. So stark war der Sog, der dadurch entstand. Und da sind in jeder Tragfläche so ein Dutzend Nieten herausgeflogen. Naja, wir waren also auf 9.000 Meter Höhe, 9.5 war ich. Und der Geico ist nicht so mitgekommen. Sie kurz angeschaut, der Geico hat noch geschrien, schieß doch, der hatte Angst, ich würde nicht schießen können. Und dann habe ich sie abgeschossen und der Flugzeugführer ist mit dem Fallschirm ausgestiegen und die Maschine ist schon auf russischer Seite runtergefallen. Also das ging alles sehr schnell. Jedenfalls, ich bin zu Hause gelandet. Und dann passierte mir Folgendes. Der Flieger Horst-Kommandant hatte, als die Maschine auf Petsamo zukam, wurde Fliegeralarm gegeben. Und der Flieger Horst-Kommandant war beim Fliegeralarm aus dem Bett ausgestiegen, ist rausgegangen, hat da die Soldaten gesehen, hat gefragt, was ist denn los? Und dann hat einer gesagt, die Aufklärung Spitfire ist im Anflug. Und dann hat er gesagt, ach, da kann ich ja noch schlafen. Und da hat der Mann wohl ihm gesagt, Schuck und Geico sind unterwegs. Ah, das muss ich sehen. Und dann ist er rausgekommen, hat nochmal reingegangen, hat seinen Ledermantel angezogen, ist rausgekommen und der hatte vor der Bar ein Scherenfernrohr stehen und hat das eingeschaltet und hat da zugeschaut, wie ich abgeschossen habe. Hat er seinem Kraftfahrer gesagt, alles, was ich am Magen-Tender-Ware habe, Schokolade, Coca-Cola und Wein, Schnaps und Cognac und alles mögliche, also was da aufzutragen, Kekse und Studentenfutter und so.
in den Kübelwagen reingeschmissen und auf den Platz gekommen. Und ich war ausgestiegen und der kam mir gerade in die Quere. Und da ging der an den Kübelwagen, nahm einen Arm voll, beide Arme voll Flaschen und stand vor mir. Er sagte, ich gratuliere. Dabei liefen ihm die Tränen aus den Augen. Und ich nahm dann die Flaschen, die Lanzer standen alle von meiner Staffel um mich herum. Die haben mir gratuliert. Die Flugzeugführer hatten zuvor mit den Lanzern gewettet, der kriegt die nie. Nie kriegt der Flugzeugführer. Alle gewettet, alle haben ihre Coca-Cola und Schnaps und alles Mögliche verwettet. Dieser Hauptmann, der hat dann alles mir gegeben und ich habe das alles gleich verschenkt. Und die Lanzer sind ja so dankbar, wenn sie merken, dass man ihnen was gibt, was gerade so spontanisch geht. Ich habe das immer wieder erlebt. Also, naja, ich habe mir nichts aus Alkohol gemacht oder Rauchwaren oder so oder Coca-Cola. Ich hatte es ja immer wieder und brauchte das ja gar nicht. Ich habe mich bedankt. Dann schrie schon einer, Schuck, Telefon. Naja, dann bin ich rein ans Telefon. Und da war der General Kammhuber dran und sagte, na, mein lieber Freund, Sie haben sich ja was geleistet. Es ist streng verboten, auf Aufklärungsmaschine zu starten. Jawohl, Herr General. Ich war aber schon in der Luft wegen feindliche Flugzeuggeräusche an der Litzerfront. Auch natürlich manipuliert. Ja, ja, ich kenne Sie. Ich will Ihnen nur sagen, eine Kiste Shampoos ist unterwegs. Ich war nach Deutschland abkommandiert zu dem Jagdgeschwader 7. Und da kam ich bei Major Weisenberger in Brandenburg-Briest an. War ein oder zwei Tage da. Ich traf da zwei Oberfeldwebels, die früher in meiner Staffel waren. Und die haben die 262 schon geflogen. Oberfeldwebel Lübking und ein Oberfeldwebel Arnold. Da die beiden am Eismeer in meiner Staffel waren, hatte man natürlich sofort einen guten Anfang. Man konnte mit denen sprechen, man konnte du sprechen, so war das Verhältnis sofort für mich gegeben. Ich musste also auf die 262 schulen, weil ich die noch nie geflogen hatte. Zweimotorige oder sonst was. Ich habe dann dem Lübking gesagt, komm zu mir an den Start, steige auf die Maschine und zeige mir, was ich in der Kabine zu machen habe. Dem Arnold habe ich gesagt, du gehst in den Gefechtsstand rein, sprichst mit mir über das Mikrofon, was ich machen muss. Weil bei dem Lärm konnte ich ja den Lübking kaum nachher noch verstehen. Abgesehen davon sprang der von der Tragfläche runter und konnte mir auch nichts mehr sagen. Ich rollte an den Start, startete raus und flog immer geradeaus in dieser Schräglage. Und dann war ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer bereits vom Flugplatz weg. Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich auf den Kompass geschaut, 180 Grad kehrt gemacht und bin zurückgeflogen mit gleicher Geschwindigkeit. Und dann habe ich auf einmal die Autobahn Hannover-Berlin gesehen und habe den Flugplatz gesehen. Und da bin ich an den Flugplatz herangeflogen. Da ich aber
600-700 km/h drauf hatte, habe ich lange Zeit gebraucht, bis ich in 300 Meter Höhe etwa war. Und dann bin ich immer mit 700, 600, 500 km/h immer weit um den Flugplatz rumgeflogen. Habe gar nicht gedacht, dass ich etwas machen könnte, was die Geschwindigkeit reduziert. Ich war also fast kopflos. Und dann habe ich gesehen, die gelandet sind. Dann habe ich mich einem angeschlossen, der gelandet ist. Von weit her bin ich seitlich hinter ihm geflogen und habe gesehen, die Geschwindigkeit, die ich also dann auch, wie der auch etwa auf dem Tacho hatte. Ich Gas gegeben, kehrt gemacht und dann landet mein Landeanflug zwischen 180 und 200 km/h. Das hatte ich gesehen gehabt, dass der das gemacht hat. Jetzt habe ich das auch gemacht, bin gelandet am Landekreuz, ganz vorschriftsmäßig. Und die unten standen, die haben nur den Kopf geschüttelt. Zuerst haben sie gedacht, schon Feuerwehrwagen, alles bereitgestellt, weil ich nicht runterkam. Und dann, als sie das gesehen haben, naja, dann habe ich die Maschine abgestellt am Ende des Landeplatzes und habe nach dem Waffenunteroffizier gefragt, weil ich ja nicht wusste, wie die Munition jetzt so funktioniert, was da alles drinsteckt, welche Munitionarten es ist. Vollgewarnt, ich stieg aus und ging rein und habe mich dann drinnen unterhalten. Lübcke und Arnold, die waren schon im Gefechtstand. Und habe gesagt, wie ich das jetzt empfunden habe. Und da haben die mir gesagt, wir haben dir ja gesagt, es ist kein Problem, wenn man es kann, kann man es. Also, ich habe dann am nächsten oder in dieser Woche noch dreimal gestartet und gelandet. Immer nur einmal am Tag einen Rundflug gemacht und Ausschluss. Und dann habe ich einen Höhenflug machen wollen. Ich wollte wissen, weil ich am Eismeer immer mit der Me 109 zwischen 10.000 und 12.000 Meter hochgekommen bin. Jetzt wollte ich wissen, wie hoch ich mit Me 262 komme. Also habe ich den Major Weißenberger gefragt, ich möchte gerne einen Höhenflug machen, um die Maschine zu erfliegen. Und dann könnte ich einen Flugzeugführer mitnehmen, das heißt einen Rottenflieger, sodass wir zu zweit fliegen. Also wir sind rausgestartet und waren so in etwa 9.500 Meter. Und dann kam von Berlin über Mikrofon, über die Funksprechanlage, eine Frauenstimme. Feindliches Aufklärungsflugzeug mit Begleitung im Anflug auf Berlin. Die nächste Meldung war feindliches Flugzeug über Berlin. Die dritte Meldung war feindliche Flugzeuge im Abflug von Berlin in Richtung West. Und dann sagte sie mir, das nächste Mal, feindliche Flugzeuge im Planquadrat XY. Ich schaute auf die Karte. Wir haben alle immer eine Karte auf dem Schoß gehabt, auf einem Holzbrettchen, wo die ganze Planquadrate etwa in unserem Bereich vorhanden sind. Ich sah, dass das Planquadrat besagte, zwischen Leipzig und Dresden flog der Aufklärungsverband. Also zwei Mustangs und eine Lightning. Ich sagte zu dem Oberleutnant Wegner, ich schaue mir das mal an. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ich habe dann nachgedrückt und bin runtergekommen und war dann etwas tiefer. Da sah ich so über dem Horizont die beiden Maschinen, die Begleitjäger und die Aufklärungsmaschine. Und da ich etwas hochgezogen habe, bin ich sofort, weil ich ja 800, über 800, 900 km/h fast drauf hatte,
bin ich in Schussposition gekommen und habe die beiden Jäger abgeschossen, ganz kurz hintereinander. Und dann wollte ich die Lightning jagen, die ist aber senkrecht nach unten. Und man hatte mir gesagt, dass in diesen Zustand dürfte ich nicht einnehmen, weil ich mit der 262 bei Überschall, das heißt über 900 km/h bis 1000 km/h, würde ich nicht mehr aus dem Sturzflug herauskommen. Also habe ich den Flug abgebrochen und wir sind dann nach Hause geflogen. Zu Hause angekommen, dann zum Ende der Startbahn ausgerollt. Ich wollte den Mechaniker, der für die Waffen zuständig ist, wollte ich sprechen. Habe da die Soldaten gefragt, die Lanzer, wer ist denn der Waffenwart von der Maschine? Und da haben die gesagt, der ist nicht da, der ist in der Unterkunft. Also bin ich in den Gefechtsstand zugegangen oder auf den Gefechtsstand zugegangen. Und da war der Oberleutnant Wegner schon vor mir. Der hat sich zurückgemeldet und hat zu dem Kommodore gesagt, Herr Major, ich habe 18 Abschüsse, bin 2 Jahre im Westen an der Front. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und da hat der Major Weißenberger dem die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, der kommt vom Eismeer, die machen das so da oben. Und da war alles gesprochen. Ich habe nie in der Reichsverteidigung eine Abschussmeldung oder sonst was abgegeben. Das haben immer andere gemeldet. Und das war, für mich war das erledigt. Ich habe, als ich nach Kaltenkirchen kam und die 3. Staffel in dem Geschwader übernommen habe, habe ich einen Einweisungsflug über Hamburg gemacht und habe da die Trümmern und die Schornsteine, die von den Wohnhäusern nur noch alleine da standen, gesehen. Und dann habe ich geweint und habe mir gesagt, die Hässlichkeit des Krieges lerne ich jetzt kennen. Der Hass, der auf uns Deutsche getragen wurde, war, dass die Zivilbevölkerung auf einmal so herangezogen wurde. Weil ich geweint habe, als ich die Reste von den Wohnhäusern in der Stadt Hamburg gesehen habe. Das hatten wir ja am Eismeer nicht. Wir flogen ja über die Tundra, über See, und an die Schiffe und schossen halt die Russen ab, die Schiffe angreifen wollten. Mehr war nicht in unserer Aufgabe. In unserer Aufgabe war außerdem ein- oder zweimal ein Begleitschutz nach Murmansk zu fliegen, wo Stugas und Kampfflieger zu gleicher Zeit den Hafen angriffen. Aber bisher war das nie der Fall gewesen. Wenn ich den Kampf verfliegen sah, dann gab es immer Außenseiter. Solche, die aus dem Verband ausgeschert waren und am Rande flogen. Die haben dann 100 oder 200 Meter von dem Verband abseits geflogen. Dann brauchte ich nur auf der Höhe heranzukommen. Habe aus 1000 oder 1500 Meter Höhe anvisiert, dann einen kurzen Feuerstoß auf den inneren Motor geschossen. Und wenn der Treffer bekam, dann ist ja Benzin, Öl und alles sofort rausgespritzt und es gab Flammen und der Motor fing an zu brennen. Und dann hat er auch das Innere angezündet, sodass also der äußere Motor, der blieb stehen. Der war nicht mehr gebrauchsfähig, weil er keine Benzinzufuhr bekam. Und es war einfach, dies zu machen. Ich stieß aus etwa, sagen wir, im Durchschnitt aus 1000 Meter Entfernung runter.
in 800, 500 Meter einen Feuerstoß und habe sofort wieder hochgezogen und weggeflogen, sodass der Bordschütze nicht dazu kam, auf mich zu schießen. Und der Verband, wo die ganze Waffen sich konzentriert haben auf einen Jäger, die kamen hier gar nicht zum Zuge, weil ich viel zu weit abseits war. Ich habe nie auch meine vorhergehenden Angriffe habe ich nie in einen Verband geschossen. Ich habe immer nur Einzelgänger außen. Ich konnte mir das aussuchen. Man kam aus 1000, 2000 Meter Höhe runter, kurz und sofort wieder hoch. Das war das, was also die Besatzung irritierten, die weiter vorn flogen, die bekamen das gar nicht mit, weil das alles viel zu schnell war. Und dadurch hatte ich also einige Abschüsse mehr. Aber ich habe nicht mehr gezählt, habe auch nicht verfolgt, ich habe auch nicht beobachtet, bis er abstürzte. Ich habe nur geschossen. Und der Petersen, der hat nur aus weiter Ferne hat er gesehen, was ich gemacht habe. Der hat alle vier Abschüsse mir bestätigt, weil er nicht so schnell herankam. Der hatte auch seine Zeit gebraucht, überlegen, was ist da vorne los. Und bis er begriffen hat, was los war, da habe ich schon abgebrochen. Und dann ist er im Sturzflug hinter mir hergekommen, hat eine Geschossgabe auf mich geschossen. Und die lag über meine Tragfläche. Ich habe diese Geschossgabe vorbeifliegen sehen, weil ja Brand und Spreng insbesondere auch Leuchtspur dabei war in der Munition. Und da ist ein Schuss, weil ich nach unten weggedrückt habe, um mehr Geschwindigkeit, um in die Wolke zu kommen, in eine große Kumuluswolke, die vor mir war, die wollte ich erreichen, bevor er noch mehr auf mich schießen konnte, und das ist mir gelungen. Aber ein Schuss ist in das linke Triebwerk gegangen. Ich sah, wie das Metall hat sich aufgerollt, wie eine Sardinenbüchse obendrauf, und der Schuss ist ja in den Tank reingegangen, sodass leicht Benzin für den Anlasser, für den Triebwerkanlasser, das Leichtbenzin in die Turbine reinkam, und die war ja noch heiß, bevor sie also explodierte, und dadurch kamen hinten alle Teile rausgeflogen und so. Und ich war dann in der Wolke drin, habe 45 Grad nach links geflogen und bin dann erst viel später rausgekommen. Nach einem späteren Gespräch mit Joy hat er mir erklärt, er hat vor der Wolke, vor der Kumuluswolke gewartet, hat gedacht, ich käme wieder raus, aber ich bin auf der anderen Seite rausgeflogen, habe gemerkt, mein Triebwerk fällt aus und das Ganze brannte und ich musste mich auf den Ausstieg bereit machen. Das ging folgendermaßen, ich habe versucht, in etwa 1500 Meter auszusteigen, aber ich hatte noch über 400 km/h drauf auf Geschwindigkeit. Und ich drückte nach, ich nahm das Gas raus vom zweiten Triebwerk, drückte nach und zog erneut hoch, sodass ich auf etwa 1800 Meter Höhe war. Dann habe ich die Kabine gelöst und habe meine Anschnallgurte gelöst und dann kam ich erst heraus. Und dann wollte ich den Fallschirm ziehen, aber ich kam in einen Linkstrudel, mein rechter Arm hing da draußen. Und ich bekam den rechten Arm nicht bei, um den Fallschirmzug zu ziehen, den man ja am Rumpf hat. Den Griff musste man in die Hand nehmen. Und das gelang mir nicht. Und da habe ich die linke Hand dazu genommen. Dann brachen, bis ich die Lederkombination erreichte,
dann brachen mir die Fingernägel ab, weil der Arm immer nach im Linkstrudel nach außen flog, bis ich dann beim zweiten Mal den Arm beiziehen konnte, um dann den Fallschirm zu ziehen. Und Fallschirmgriff rauszuziehen, und dann öffnete sich der Fallschirm und ich bekam den Fallschirmstoß und war dann noch etwa 300. Dann habe ich geschätzt, zwischen 500 und 300 Meter hat sich der Fallschirm geöffnet. Und dann war unter mir oder vor mir eine Viehweide und ich sah den Stacheldraht auf mich zukommen, habe mich versucht, am Fallschirm hochzuziehen und habe die Beine angezogen. Dann bin ich über den Stacheldraht hinweggekommen. Und da ich nicht mit den Fußspitzen aufkam, sondern mit den Fersen zuerst aufkam, hatte ich beiderseits einen Bluterguss in den Fußgelenken, an der Ferse oder im Fußgelenk beiderseits gehabt. Das geschwoll dick an und tat mir weh und ich konnte im Augenblick gar nicht laufen. Ich lag auf dem Boden, habe durch Flugzeuggeräusche, die ich gehört habe, habe ich schnell den Fallschirm beigezogen, habe mich über den Fallschirm gelegt und habe gewartet, bis die Flugzeuggeräusche verschwunden waren. Und dann kam zuerst auf der Straße ein Pferdefuhrwerk. Ich habe da gerufen, helfen Sie mir doch. Und der muss das nicht richtig gehört haben. Der hat den Pferden die Peitsche gegeben, die hauten ab im Galopp. Und dann kam ein Radfahrer mit einer hohen weißen Mütze. Und da bei uns am Eismeer das geflügelte Wort war, wenn einer, ein Soldat oder ein Mechaniker etwas nicht gerade aufhob oder man ihm etwas sagte, sagte man immer, na du Bäckerbursche. Und ich rief also da auf die Straße, die dicht am, an der Weide da vorbeiging, zu einem Mann, der mit dem Fahrrad ankam und eine hohe weiße Mütze auf hatte. Ey, Sie Bäckerbursche, helfen Sie mir doch. Und dann rief der zurück, so komisch das Ganze war. Ich bin kein Bäckerbursche, ich bin Müller. Ja, und dann lachte man im Innern. Die Situation war ja viel zu ernst, als man offensichtlich laut lachen konnte. Naja, und dann robbte ich bis zu diesem Zaun hin. Der Müllerbursche hielt die untere Stacheldraht, den unteren Stacheldraht hoch, und damit ich drunter durchkriechen konnte und den Fallschirm nachzog, dann habe ich den zusammengerollt. Er hatte ein Fahrrad und ich legte ihn, den Fallschirm, auf den Gepäckträger hinten und ich selbst setzte mich dann auf den Sitz und da, so schob er mich die 300-400 Meter zu der Mühle hin und dort stieg ich ab und die Müllerin ließ mich da reinkommen und dann sagte sie, fragte sie, ob sie einen Kaffee kochen könnte oder für mich was machen könnte. Und dann brachte sie den Kaffee an nach einer Weile und brachte sogenannte Maisplätzchen an, die aber so hart waren, dass ich sie also nicht kauen konnte. Und dann habe ich das Maisplätzchen in den Kaffee reingeworfen und den Kaffeelöffel genommen nach einer Weile, um das Maisplätzchen zu essen. Aber mehr war in der ganzen Situation nicht drin. Ich war viel zu aufgeregt und nervös und man war also auf das, was jetzt passiert war, gar nicht so eingestellt. Dann habe ich gemerkt, dass man sich viel mehr auch auf den Ernst der Situation dann vorher schon einstellen musste. Und das Aussteigen, das alles ist eigentlich, hat man an Situationen gedacht, die man mal besprochen hatte mit anderen und die
obligatorisch eben halt durchgeführt. Aber dass man mal im Ernstfall daran gedacht hätte, wie macht man so etwas? Aber ich muss gestehen, ich habe aus der Situation das einzige Richtige gemacht und aus diesem Grunde bin ich also soweit heil davon gekommen. Ich brauchte eine Weile da in dem Haus der Mühle, wo ich wohl für eine Stunde oder anderthalb war, bis ich den Müller bat, oder diesen Geselle bat, mit mir an die Straße zu gehen, damit ich einen LKW oder ein Wehrmachtsfahrzeug anhalten könnte, um nach Berlin zu kommen. Da ich in Oranienburg lag, musste ich also nach dahin zurück. Und nach einer Weile an der Straße stehen, war es mir gelungen, mit erhobener Hand einen LKW anzuhalten. Der Fahrer war alleine und da hatte ich ihm gesagt, er möge mich mitnehmen nach Berlin zu der ersten Bahnstation, ob S-Bahn oder U-Bahn, ist ja gleich. Ich komme dann schon in die Stadt rein. Und das machte er vor der nächsten S-Bahn-Haltestelle vor Berlin, hielt er an. Ich ging rüber auf die S-Bahn und fuhr in die Stadt rein, um nach Oranienburg zu kommen. Inzwischen war es natürlich Nacht geworden. Es war etwa so zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht, als ich in Oranienburg auf dem Flugplatz ankam und kam in meine Wohnung, in mein Zimmer rein. Und dann sah ich, dass mein Koffer geöffnet war. Und ich hatte mich so gefreut auf ein Glas Cognac und herrlich, die Katzen laufen alle der Chefin nach, die jungen Katzen, hier, jetzt kommen sie angeschossen, herrlich, die Natur ist so herrlich hier draußen, ja. Nicht zu glauben, ja. Nicht zu glauben. Wenn man in der Stadt ist und man erlebt so etwas, dann möchte man am liebsten hier sein. Naja, das schneidest du alles raus, muss ja nicht gebracht werden. Also ich habe schon die Sache erzählt, dass mein Cognac weg war und ich mich wahnsinnig geärgert hatte und das also war unfair von dem, der den Cognac geholt hat. Denn nach solch einem Erlebnis, da ist also tat einem einen richtigen Cognac wirklich gut, nicht? Naja. Das war die Endphase. Das war die Endphase des Krieges. Danach flog ich mit der Messerschmitt Typhoon, die man vorher gesehen hat. Von Saaz im Sudetengau in die Lüneburger Heide nach Fassbech und bin dort in englische Gefangenschaft gekommen. Da war der Krieg aus für mich und ich erlebte dann die Nachkriegszeit. Du siehst, dieser Fluglärm macht einem gar nicht nervös, sondern erinnert einem an Zeiten, wo man selbst in den Maschinen gesessen hat. Vielen Dank. I finished my training in April of 1944 and received my wings as a pilot. And from there, I went to P-40 transition. I flew the P-40 Warhawk. Got about 250 hours in it.
I would rather spin a P-40 than I would a P-51. The P-40, I could put that on a point and spin it and say, okay, 4.5 spins and I'm going to pull out, and I could do it right then. Where a P-51, I felt that its spin characteristics was a little sloppy. So that gives, to me, the P-40, I don't know if you're familiar with the Stearman, that's what I learned how to fly in, the biplane, the old World War I type of aircraft, you know, and it was just a beautiful plane to learn how to fly in, and it was so maneuverable, and in areas it was unforgiving, like ground loops and landing and so on, but it was a great aircraft, and I always considered the P-40 just a big Stearman. This is the aircraft what they had was what they called a RTU, which is a replacement training unit, where pilots would go after they graduated. They hadn't flown any high performance aircraft yet, combat aircraft. And you'd go to this unit and you'd learn how to fly one of the combat aircraft. Well, the unit I went to was flying P-40s. Many, and it was in Florida, and Florida had maybe 7 or 8 units spread throughout. And most of them had 51s, but I went to one that had P-40s. And however, before I went to that unit, just after I graduated, part of the curricula too was to check out in the P-40 and get 10 hours in it before you went to RTU. And I remember my first solo, the P-40 to me was a really beautiful aircraft as far as aerobatics and control, and it just flew beautifully. But I remember I was 19 years old, and I had this engine that looked like it was a mile long sitting in front of me. I couldn't see anything back, and I get to the end of the runway and I hear that engine roar, and you put the throttle up. And of course we had no two-seaters, you know, we got no time. You read the book, and you got in the cockpit and familiar to yourself with the and listened to pilots who had flown them, and then you sat in, and here I was at the end of the runway, full throttle, taking off. And when I broke ground and got in that thing, and it just soared up into the blue, and it was just a wonderful feeling. And it was a and then when I was in RTU flying the P-40, we used to, you know, run into the 51s and so on. And we had a lot of dogfights. And, you know, like any, the P-40 could outmaneuver a P-51 if the P-51 wanted to lose its speed and its power advantage, which you don't do. But the P-40, I had some really good dogfights with the P-51s. And really, the upshot, as far as I'm concerned, the upshot of the whole thing about being a fighter pilot and flying any aircraft, whether it was the Germans, the Japanese, whatever, the aircraft is important and its characteristics are important. And it can give the edge considering two similar qualified pilots. But the thing that made the difference was not the aircraft, it was the pilot behind the stick. And the wheel in the Spitfire, and the P-38. But anyway, I firmly believe that it was that little edge of training, the little maybe more aggressiveness or whatever, and you know, a good F-109 pilot could do in a poorly trained P-51 pilot, and vice versa. So. It may be a little bragging, but I think that it's indicative of the pilot, the fighter pilot at that time. It was the training, the self-discipline, and his ability to master the machine rather than the machine master him. And that's what made the difference, I think, in the whole situation. That's how I came out of the war. And then we shipped overseas. My destination was King's Cliff in England, and which is near Peterborough, and I was assigned to the 20th Fighter Group and the 55th Fighter Squadron. Upon arrival, the 20th Fighter Group was converting from P-38s
to the P-51. However, I had the P-40 time, and transitioning from a P-40 to a P-51 was not difficult. So within 10 hours, I was checked out in the P-51 and started flying combat. Now, how I felt, you can put yourself in the situation. I was 19 years old, and I was given a P-51 to fly all by myself in a very, very hazardous environment. And it was exciting, exhilarating, and I would say that it was excitement. It was not fear, or anyway, in my case, I had no fear. It was the anticipation of the air battle and anticipation of the various missions that I would fly. So I started flying combat. In my first mission was in December of 1944. And it was really an exhilarating experience coming from the P-40, which was an excellent aircraft, but it, of course, did not have the power and the capabilities of the P-51. We were really the Cadillacs of the sky. We were able to complete any mission with accuracy and with a sense of faith in the machine. Our machine, we knew, would perform for us in all environments. You got in the airplane and it did everything you wanted it to do. Basically, is the way I feel. But, you know, it had high performance. It had, you could go to out-climb any of the other fighters at the time. You could, your service ceiling was higher. You could go to higher altitudes, 37,000 feet, 38,000 feet, and where the other aircraft couldn't do that. But so from that aspect, and then as far as maneuverability and so on, the same thing. Our primary mission was fighter escort. However, we did do a lot of ground strafing. In fact, my nickname was in the unit was the Strafing Kid, because I loved to strafe. But the situation was we'd be assigned to escort the bombers to a certain target, and we would escort them to and it would be a squadron, and a group, and the group consisted of three squadrons, and usually each squadron would put up 16 to 20 aircraft. Well, you would escort the aircraft, the bombers, to the target. They'd drop their bombs, and after they dropped their bombs, if there was no enemy activity, you know, no fighters in the air, one of the squadrons was released to go find targets of opportunity. So we had dropped down to the deck, and you know, look, anything that moved, trucks, trains, and so on, we'd strafe. And my first strafing mission, I got a factory, caused a fire in a factory, and destroyed five railroad switching centers. So, and it was a lot of fun. My flight leader at that time, he was hit while we were strafing the factory and got hit in the coolant, and he had to bail out, and he eventually ended up as a POW too. You had to be at the right place at the right time. Now, many of my missions, I was on a mission that was hit by fighters, but my box of bombers, the bombers I was escorting, were not hit. So a couple of them down the row, behind or ahead in the formation, were hit. And the guys that were there were able to mix it up. But with our group, we were pretty conscientious about making sure that we did our primary job, which was to protect the bombers. And the German tactic, now on the, what was it? I think it was my 13th mission sometime in January of 45. There were about 1,500 bombers and some 800 fighters escorting the bombers. And we got hit by about
200-109s and 200-190s. And that was my first encounter with the, you know, as far as the dogfight is concerned. But the German tactic was the 109s would come through and they'd hit and run and try to draw the fighters. And then, of course, the fighters would go down after them. Well, in our group said, no, you can't. You know, if you get a an enemy aircraft in the area and you can destroy them, fine, as long as you didn't stray away from the bombers. So, in other words, don't follow them all the way and make that your primary concern of shooting down another fighter. You're not in it to be a hero or anything. You're in it to protect the bombers. So our group was pretty conscientious about staying with the bombers. Now, I wandered off a little. I started the tactic when the 109s would carry, and they would try to draw off the fighters, and the fighters would go chase them, and then the 190s would come down and chew up the bombers because the fighters had been drawn away. Well, on this particular mission, I was I saw one 190, and it was coming at me, and it was a head-on, and we played chicken. And he was firing, I could see blinking coming from his, and he could see blinking. I saw some hits on his wing as we go, and we passed about 50 feet apart. I went underneath and he went over the top, and I got some pretty good hits on him, I know. But my flight leader at the was following him, and he couldn't fire because he was on his tail, and he had to wait until I passed underneath him, and then he got him and blew him out of the sky. So that was my first encounter. It was really thrilling. Okay. But the thing I wanted to say too is that, you know, the respect I have for the bomber pilots is just enormous. And those guys plowing along 150 miles an hour to the target, and fighters hitting them left and right, bombers, their friends going down to the left of them, the right of them, and they just keep plowing on, flak blowing them up, and this was really something that would really, if you were sitting there and going through that, you really had to have courage, and I just wish that I had had the courage that they had, because they were the bravest of the brave. And during that mission, the thing was disorganized, I could say. There were wings falling and engines falling and the sky just littered with parachutes and fighters back and forth and up and down. And I was more afraid of being hit by an engine or something falling than I was another fighter. And you can't even imagine it, even in the, you know, Star Wars type of thing. It was just absolutely ridiculous the way the thing was going on. And you're talking about a lot of bombers in the air, a lot of fighters in the air, a lot of flak in the air, and it was an exhilarating, exhilarating experience. I went through 49 missions when I first encountered Walter Schuch. It was on the 10th of April of 1945, and there were some 1,300 B-17s bombing targets in the Magdeburg, Oranienburg, Berlin areas. Our group, the 20th Fighter Group, was assigned to fly high cover for 417 B-17s out of the 1st Air Division. And we rendezvoused with the bombers on schedule, and it was very uneventful at that time to the target. And we got to the target, the box of bombers that I was escorting was Oranienburg. And we got over Oranienburg, and the B-17s dropped their bombs, and just after they dropped their bombs, all hell broke loose. We got hit by a swarm of Me-26s, a German turbojet.
And I was flying high cover. I had about 6,000 feet above the bombers. I looked down and I saw this ME-262 pull in behind one B-17 and blow it up. And by that time, I'd rolled over and started to dive on them. By the time I pulled into a 6 o'clock position and was firing, he blew up his second B-17. Unbeknownst to me, actually, it was his fourth B-17, but the last two of which I saw. And I started getting hits in his left engine, and it started smoking and a little fire. And he rolled to the right in a slow rolling turn and started down to the deck. And I quickly lost my my speed advantage because he opened it up and started down, and the distance started to getting wider. And by the time we got down to the deck, about 3,000 feet, there was a low cloud layer, and he disappeared into it. And I just broke off the chase then, and was looking around for targets of opportunity, and I saw this airfield that was just loaded with German aircraft. So we decided to strafe it. Unbeknownst to me again, when Walter tells me that after he got into the clouds, his engine just started, he made a 90 degree turn to avoid me, thinking I'd go straight through the clouds after him. Well, I didn't go after him. But he made a 90 degree turn, and as he did that, his engine started to disintegrate. So he knew he had to bail out. So he bailed out with, as he says, with great difficulty. Well, in the meantime, I'm looking around for targets of opportunity, and I find this airfield loaded with aircraft. And like a good fighter pilot should not do, I made many too many passes at it, and I destroyed at least 5 aircraft instead of hangar on fire. But in so doing, I was severely, my aircraft, Josephine, was severely damaged. And on the last pass, just after I blew up a FW-200, a Condor, I was coming off the target and I felt the thud, and then started pulling up and I felt another thud, and this was, smoke started coming out of the engine. So I pulled up to about 10,000 feet and started, didn't know which way to go, whether to go to the east towards the Russian side or go to the west. The west was a little farther from where I was, but I felt a little more secure going to the west, so I decided to go west. So I was losing altitude. I was trying to keep my aircraft under control this entire period, and as I went west, I was losing altitude. And by the time I got to around Berg, just a sort of a suburb of Magdeburg, I was down to 1,000 feet, and I looked off to my right in my 3 o'clock position, and an FW-190 was coming at me. My aircraft was burning, and I had very little control, but I did turn into him. And as I turned into him, he fired his rockets and guns and fortunately missed me and went flying by. Well, by this time, I was down to 500 feet, and I've got to bail out. And so I unstrap everything and climb out the wrong side of the aircraft for bailing out, the left side instead of the right side, because it was burning on the right side, the flames were coming by, so I went out the left. And as I left the aircraft, I was at about 300 feet. And I hit my right knee on the tail of the aircraft, the horizontal stabilizer. And I reached up and pulled the ripcord, and my chute opened, and I swung once, and I hit the ground very hard. So I know I have to get up. I was on my butt, and I knew I had to get up and see what the situation was. So I got the strength to pull myself up and looked around, and I was in the middle of a farmer's field. You know, no place I, not a tree within sight, no buildings, nothing. So I knew, and I saw farmers, 7 to 8 farmers coming at me. And they were very, very unhappy. And the farmers, as they came closer, fortunately, a Luftwaffe sergeant who was stationed into town, I think it was that he was operating a beacon light
in that area. And he came rushing up on his motorcycle and held the civilians off. And about the same time, the Burgermeister and some of the chief of police, they showed up in the middle of the farmer's field. And they were talking back and forth, with the sergeant. And he agreed to let him take me into town and interrogate me. Well, about this time, four P-51s came right over our head at about 200 feet. And I was thinking, get the hell out of here. You're not going to do me any good, and you're just going to make the situation a lot worse. So they did go on. They didn't do any damage or strafe. And so I'm taken into the Burgermeister's house, and there I'm interrogated by the local town people. And the chief of police was in one of the, he had a leather hat, and he had a left hand that was a black leather, probably a World War I veteran that lost his hand during World War I. And he was very extremely mad. He pulled out his Luger and wanted to shoot me on the spot. The sergeant, as soon as he did that, the sergeant said, nope, we're going to the airfield. And he said, no more interrogation. So he took me out. And besides that, outside, the crowd was starting to gather and shouting and this sort of thing. So he put me on his motorcycle and we drove to the nearest airbase. Do you want me to keep going? Yeah, sure. Okay. Yeah, it's very interesting. All right. Then we got to this this air base, which was near Berg, and I was interrogated by some civilians when I got there. It appeared that they were Gestapo, and I had a severe interrogation for 2 days there. And then they decided to ship me off to Stalag 11, which was not too far, but I had to go by train. And so they put me on a train and brought me to Stalag 11. Well, Stalag 11 had already started evacuating the prisoners and putting them on a march towards the east. All that was left were about 100 British Tommies, enlisted people. And joined them, and we went on a march back to Berlin from where I started with all the damage. So it was about 6 or 7 days, and we walked back to the Luchenwalde, which was Stalag 3. And Stalag 3 was a German prisoner of war camp that contained mostly Scandinavian prisoners of war, mostly Russian, and then I think just about all the Scandinavian prisoners of war that they had. So, of course, at the time, security was pretty lax as far as, because the Germans were deserting like very quickly, not so they wouldn't be, because fighting was close by with the Russians. And there I met, there were three other Americans all shot down on that same mission on the 10th of April. And one of them, a sergeant, could speak fluent Russian. So we decided to escape, basically go under the fence at night, and we were able to make it to the, for about seven miles, something like that, on foot. And we were in a ditch. We heard a rumbling. We got in a ditch and checked it out, and we could see there were Russian tanks coming down the road. And the sergeant got out and got up on the road and flagged down the tanks, and they were talking back and forth. Then he came back. He said, come on out. And then we got out of the ditch and went and joined the Russians, and the Russian lieutenant came up and gave me a rifle and said, hop on the tank. We're going to Wittenberg on the Elbe. And so I was with the Russian tank unit from the Berlin area, fighting with them to Wittenberg on the Elbe. When we got to Wittenberg after the battle there, the Americans crossed. They were stationed at Halle. And they crossed the Elbe and met the Russians. At that time, the political thing had started to gel a little bit, and the Russians, I felt that the last day or so I was with them, that they were starting to sort of guard me and sort of
tried to hide me, and I won't say make me a prisoner, but putting a pretty tight leash on me. And the sergeant, American sergeant that crossed the Elbe, saw this guy in this American flight suit, and he said, and he was talking to the lieutenant, saying, you know, who's he and stuff, and they knew that I was an American, they just by the way I was dressed. So after considerable heated argument, they allowed me to go back with the sergeant across the Elbe and then into American control. So I was with the American infantry unit for about 2 days, and we were out doing some mop-up operations, and they would be getting me nice and drunk and winning all my souvenirs away from me. So I got mad at that, and I decided to leave you guys and just see where I could wander off to. So you got to remember, now I'm 20 years old, just turned 20, and so I'm footloose and fancy free, and in Europe, and the war is over, I'll see as much as I can. So I'm walking. I get about 7-8 miles away from the from Halle, and I see the C-47, a C-47 aircraft in a field, and there were people that were dressed in these striped clothing, which were political prisoner type of clothing. So I walked over to the pilot of the C-47, another lieutenant, and asked him where he is going. He said they're going to Paris. And I thought, oh boy, great. That sounds like a good place to be. So I hop a ride on the C-47, which is one of the biggest mistakes of my life, because we end up in Paris, and I'm immediately stamped and deloused and everything, and I'm back into American control. So I'm back in American control, and they had, at that time, for repatriated prisoners of war, the Americans set up camps like Lucky Strike and Camel and this sort of stuff, and I was assigned to Camp Lucky Strike. Well, when I got to Camp Lucky Strike, I bumped into a good friend of mine, Bill McGee, who had been a prisoner too, and we wanted to get back to our unit. So we went AWOL, absent without leave, and jumped on a B-17 and went back to our unit. And we got back to their unit, and they said, no, you can't stay because you've been classified as a prisoner of war, and you're under control, so you're going to have to go back. So we had to go back, and when I got back, my tent, when I got back, they picked me up before I got back to my tent, and they said, your ship has already left. And hop on this Jeep, and they grabbed me and put me on the Jeep, and we went down to the port in Le Havre, and the ship had already pulled out, and they put me in the dang speedboat and carried me out to the ship. And it was the last convoy to leave Europe, and Bill McGee ended up back in the States before I did, because he flew back. But anyway, the reason I was so mad is because I had a duffel bag full of souvenirs, like German helmets and hats and, you know, guns and that sort of stuff. So that was it, and I got back to the States, and I got back to Milwaukee and made all preparations to marry my fiancée, Josephine, who my aircraft was named after. And we made all the arrangements, and after all this, I had to get my mother's permission to get married, because I hadn't turned 21 yet, and she hadn't turned 21 yet, but she was over 18, so she could do it. So we got married, and we had a wonderful life for 60 years. I was a professional soldier. I stayed in the Air Force for over 36 years. And I flew in Korea, combat in Korea, flying the P-51, and I was in Vietnam. I had command and control over the war zone. Okay. Air. Yeah. I made sure that all the stuff could fit in and go to their targets. And,
But I had all the radar sites. By that time, I'd got into the radar control business and command and control business. Okay. But I didn't fly any combat, but I did do a lot of flying right up near the front. Yes. You know, flying up there to visiting my units and this sort of stuff. Got a lot of artillery shells. Got my room blown apart by a 122 millimeter rocket during Tet. So I did see some combat in Vietnam. But Korea was a different. We were using the P-51, probably the worst aircraft in the United States Air Force inventory for the job they gave us, which was close air support. You know what close air support is. Yeah, a 22 and a baby in the coolant, and you're out of it. And I would have much rather had a P-47 or a P-38 doing that job. But we did have, and we'd carry two 500-pound bombs and four 5-inch rockets, plus our internal ammunition, or two napalm and four 5-inch rockets, plus internal ammunition. Sometimes we'd carry wing tags instead of the bombs when we were on cap doing support for helicopter rescue of pilots down to, you know, behind the line, stuff like that. So I flew 76 missions over North Korea, and I was wounded there. I got a bullet through my wing root and through my helmet and out the back face. Face was all bloody from all the plexiglass that blew up as a bullet went through. So, and then I had another time when I had a 50 caliber coming off target, had a 50 caliber come right through my prop and almost vibrated the aircraft to pieces. But that was I had a lot of battle damage in Korea because you're doing a different job. And then of course the tremendous mountains and stuff there. Yeah, I've got my combat film from there, and yeah, I can't believe it. You'd be going down into this sort of valley, and there are peaks on both sides in front of you, and I could see myself, you know, pulling up and just about stalling to get over the top of that ridge. So it was an interesting experience, but it was entirely different. See, in World War II, and of course, I'm sure the 86 pilots at the time in Korea felt this way, but the P-51 pilots were the knights of the sky. You know, we were the fighter pilots would really be the heroes of the sky. And in Vietnam, and of course, we were across the board younger. Yeah, you know, I'd say I was 19 and 20. Well, our group commander was only 28, a full colonel, and he led an entire group of aircraft. And I think the average age in my group was about 21 years old. Now in Korea, we were all, and a lot of us were World War II, into combat again. And we were 27, 28 years old, had families, had kids. At the time, I had two boys and my wife. And you have a different attitude towards, you know, what you're doing when you're putting your butt on the line every day. When you've got that, you know, you're not 19, you're not going to live together forever. Now, I like to tell Walter this. I said, you know, when we were young and brave-hearted, we were going to live forever. And I say, I'm afraid we're going to at the rate we're going. I can say that he is one of my best friends at this time, and we enjoy each other's company, even though I speak very little German, and he speaks a lot better English than I do, but we still are able to communicate. There's something about that we know. We know what each other feels and is what we're talking about. And I admire him, as a hero. He was a great pilot. All politically, he was a pilot, and he was doing his job for his country as I was doing my job for my country. So. It's wonderful. Of course, I can't talk because I've got laryngitis, but it's really great to be here with Walter again. And it's always a pleasure to be with my nemesis, Walter Schulke.
Ich habe mich sehr gefreut, ihn wieder getroffen zu haben. Wir verstehen uns so glänzend. Noch nie habe ich Gegner so erfreulich gesehen wie mit ihm. He's a very good boy, antique boy. Although I do not speak German, I know that was very good, Walter. And I thank you very much. Thank you.